Oh boy, ich habe ja richtig Bock drauf. Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon. Und irgendwo recht weit am Ende bin ich der Meinung. Schön auch, dass wieder die Leute im Stream dabei sind. Hallöchen miteinander. Und frohe Ostern, by the way. Ich habe mich entschieden, eigentlich wollte ich Sailor Moon Another Story durchhaben, bevor... Ja, bevor Final Fantasy VII rauskommt, habe ich nicht geschafft. Trotz allem dachte ich mir, irgendwann muss ich dieses Projekt zu Ende führen, sonst geht gar nichts mehr. Und nach der letzten Woche, wo ich ja massiv Enrage gegangen bin, am Ende der letzten Episode, wofür sich meine Freundin nebenbei noch entschuldigt hat, dass ich dieses Spiel spiele, ist ihre Schuld. Also, beziehungsweise, dass ich dieses Spiel wieder spiele, ist ihre Schuld. Ja, tut mir leid. Erstmal ein Hallo Habbe und ein Hallo Rias. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Und Tommy war, glaube ich, auch hier und meine Freundin ist auch ebenfalls hier. Alle sind hier. Voll geil. Ja, ich wusste auch nicht, dass mich dieses Spiel so frusten wird, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass man in diesem Spiel irgendwann so dermaßen Power leveln muss. Weil die Gegner einfach übertrieben stark werden, also wirklich übertrieben stark werden, dass die einen einfach in eine Todeskombo verfrachten, die man dann einfach nicht mehr gewinnen kann. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, nochmal dorthin zu spielen, wo ich Enrage gegangen bin zum ersten. Was nebenbei auch sehr, sehr schön war, weil ich selbst meine Inner Senshi wieder von Stufe 60 auf 99 prügeln musste. Also, ein viertes Mal Power Leveln mit den Inner Senshi, aber man wird ja aus den Fehlern klug. Auch mit den Outer Senshi, heißen die Outer Senshi? Geil. Mit den Outer Senshi und Shibimun habe ich jetzt ein bisschen nachgelevelt, wie man sieht. Also minimal. Ja, wenn ich bedenke, dass Sailor Pluto Stufe 16 war, als wir in den Endcontent gegangen sind. Ja. Bin ich jetzt auch mit Sailor Pluto Level 99? Und wie soll es anders sein? Shibimun bleibt nutzlos. Dafür machen Sailor Uranus und Sailor Saturn oder aka Sailor Satan massiven Burst, womit ich jetzt vielleicht auch die Möglichkeit habe, gegen diese Viecher namens Gegner. Oh, ich muss mich hier wieder an die an die japanische Steuerung gewöhnen. Womit wahrscheinlich auch endlich diese Viecher endlich lockerer werden. So. Ich weiß, dass wenn wir nach unten gehen, kommen wir gegen dieses eine komische Duo. Was ist passiert? Kurzer Flashback. Die Opposito Senshi sind besiegt, so hießen sie. Ja. Im Mamoru bzw. Tuxedo Mask ist mit diesem komischen Blumenjungen am Kämpfen und wir mussten Bunnys Bruder befreien. Haben wir geschafft. Jetzt müssen wir Königin Serenity befreien. Wie wir das schaffen, sehen wir noch. Erstmal gehe ich hier nach oben. Prinzessin, ich kann dich hier nicht reinlassen. Diese Stimme, du bist Ansha. Was meinst du damit, du kannst mich nicht reinlassen? Wenn du reingehst, dann werden wir kämpfen müssen. Ich will das nicht. Lass mich einfach nur meine Mama sehen. Bitte, hör mir zu. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Bitte. Ancha. Okay, was passiert? Nein, komm nicht näher. Okay, damit ist schon mal klar, es gibt nur diesen Weg hier runter. Und der Weg darunter ist, ja, kampflastig. Aber diese Kämpfe sind jetzt sowas von easy. Ich habe mir das Ganze als Preset gesetzt. Also Uranus macht Uranus. Shibimun macht das, was sie am besten kann: in Deckung gehen und heulen. Pluto guckt sich den Kampf ganz gechillt an. Neptun sagt sich: Ja, meine First Lady schafft das. Und Saturn sagt sich so: Ihr seid alle Kacke, ich mach den Fight alleine. Habe ich es gesagt? Also, so stark sind die mittlerweile. Und ja, es gibt keine Erfahrungspunkte mehr, die sind alle Max-Level und so weiter. Trotzdem haben die alle nicht Maximalwerte und kriegen immer noch von den Gegnern vermutlich massiv auf den Deckel.
Aber egal. Wir wollen jetzt hier mal gucken, wo wir hier weiter können. Achso, der Light Party Finder, kann ich nichts zu sagen. Hä? Oh, dieses Mal werden wir euch besiegen. Okay, das waren die beiden Dudes, gegen die wir das letzte Mal einfach so Hals über Kopf in den Kampf reingewandert sind. Cyprin und Petrioal. Moment. Das sind doch Steine. Ach, egal. Wir machen genau das... Wir machen einfach das gleiche wie sonst auch. Wir gucken uns erstmal an, wie das aussieht, außer Shibusa, die steht einfach nur doof in der Ecke rum. Pluto hat nebenbei die richtig geile Eigenschaft, Timestop zu machen. Das finde ich cool, damit kann der Gegner 3 Runden nicht angreifen. Das darf sie ruhig tun. Obwohl andererseits weiß ich dann nicht, wie viel Schaden die Gegner machen. Nee, Pluto, das passt ganz gut. Macht hier einfach mal Wirbel der Zeit auf irgendjemanden. Neptun darf auch mal zeigen, was sie kann, auf mehrere Gegner angreifen, und Saturn macht auch das, was sie immer kann, und wird wahrscheinlich einfach OP sein. Illusion ist nebenbei diese dreckige Attacke, mit der die anfangen, einfach nichts mehr zu tun und den Kampf einfach verlieren lassen. Hey, das sah ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Das sind vernünftige Hits. Und ich glaube, ja, super. Neptun ist akkurat geil drauf. Das kann ein... Oh. Ich glaube wirklich, Pluto ist nur dafür da, um zu sagen, komm, ich stoppe mal die Zeit. Das habe ich jetzt aber verspielt. Und die anderen lehnen sich zurück und gucken sich das einfach an, während die anderen Illusionen casten und versuchen, meine Outer Senshi irgendwie zu beeinflussen. Dass das jetzt nicht trifft, hat einfach nur damit zu tun, dass wir sowieso schon so dermaßen überlevelt sind. Dass wir die einfach so und weg. Vor allem, die geben dann 50.000 Erfahrungspunkte. So, wahrscheinlich. Ohne Witz, der letzte Bossfight, den wir gemacht haben, den konnte man mit Stufe 40 nicht schaffen, mit Stufe 60 nicht schaffen. Und als wir dann Stufe 80 waren, konnten wir ihn ebenfalls nicht schaffen. Und mit Stufe 99 haben wir es dann irgendwie hinbekommen. Und trotzdem haben die mega auf die Kauleiste kassiert, meine Freunde. Gibt's ja nicht. Wir dachten, unsere Schicksale würden sich ändern. Unsere Schicksale würden sich ändern. Nope. Okay. Hier ist jetzt nichts weiter. Und ich glaube, das ist einfach nur wieder so, irgend so ein langweiliger Fight. Ja, ihr macht das einfach so wie vorher auch. So. Aber vielleicht war das wieder so einer dieser Random-Momente. Wir gehen da jetzt runter, nur um nichts machen zu können. Und jetzt müssen wir doch wieder hier hoch. Und jetzt lässt uns Anscha da irgendwie rein oder sowas. I don't know. Ist wie mit dem plötzlichen Y-Drücken. Vor allem, es bringt uns auch einfach gar nichts. Wir haben alle Erfahrungspunkte voll, wir haben... So, nein, komm nicht näher. Okay, das heißt wohl also nein. Dann schauen wir einfach mal, was hier noch so auf uns warten wird. Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen umgucken. Ich spiele, wie gesagt, blind. Das heißt, das wird sicherlich irgendein random Schissel sein, den sich keiner vorstellen kann. Also ein Drittel des Spiels war so dermaßen übertriebener Random Stuff, dass es echt peinlich wurde. Was ich super schade fand, weil das Spiel hat echt gut angefangen. Aber gucken wir mal. Hier wird es sicherlich noch mehr geben, außer diesen einen hässlichen Fight, den wir ja jetzt geschafft haben. Aber es kann ja nicht sein. Wir können ja gegen ihn kämpfen. So ist es ja nicht. Oh. Ach, jetzt muss ich schon wieder damit sprechen. Ich sagte, das ist irgendein random Schüssel. Ich habe auf dich gewartet. Einfach die nächste. Tilulu.
Ja, wir nehmen das alte Schema und zeigen, dass das eigentlich so das einzig Sinnvolle ist in diesem Kampf. So, jetzt kommen hier 6000 Schadenspunkte. Na gut, okay, nicht ganz. Aber das sind hier irgendwas um die 99.000 oder so. Ja, sag ich doch. Uranus macht's richtig. Muss mal gucken. Ja, gut. Wenn er eh weniger, weniger EP kostet als der andere Fight, ja dann GG. Kriegen wir hin. Genau, Swallowed Piggy. So, jetzt die Frage. Alle guten Dinge sind drei. Vermutlich müssen wir jetzt dreimal dagegen laufen. Nächstes Mal werde ich dich besiegen und ein neues Schicksal erfahren. Okay, immer noch nichts. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann wir jetzt eigentlich dann nach oben können. Jetzt haben wir drei von denen besiegt. Wie stark muss man in diese Story involviert sein, um gesagt zu bekommen, dass es jetzt reicht, aber... Vor allem Random Fights, ne? Na gut. Hä? Ach, Moment. Wir sind hier an einer ganz anderen Stelle angekommen, glaube ich. Oder die Gebäude haben sich hier bewegt. Weil eigentlich war hier dieser Kristall. Vermutlich sind da drei von diesen komischen Kristallen und ich habe einfach den nächstbesten Gegner erwischt. Und aus jedem kommt irgendwie ein anderer Boss gesprungen. Irgendwie so ein Kram. Nee, irgendwie nicht. Verwirrt. Nebenbei, wir können auch flüchten, aber ich glaube, das Kämpfen geht mindestens genauso schnell und es gibt uns Geld, welches wir nicht mehr brauchen. Och ja. Es wäre schön, wenn wir hier so etwas hätten wie diese Fluchtseile oder so. Ich versuche einfach mal hier schneller zu laufen. Nee. Ah, nee. Ich sehe es gerade. Ich glaube, es gibt wirklich mehrere davon, weil das sah mir jetzt gerade eben sehr bekannt aus. Das sieht mir eher so aus wie dieser Haupteingang, den wir anfangs gegangen sind. Ja, genau. Das heißt, wenn wir noch weiter nach rechts gehen, wird es wahrscheinlich einen dritten Kampf geben. Upsa. Und erst wenn wir diese drei Kämpfe geschafft haben, dann haben wir wahrscheinlich auch endlich den Weg nach Norden frei oder sowas. Ich sag ja, random shit. Da nicht. Ja. Und dann immer diese random Kämpfe dazwischen. Die nerven immer noch am meisten, finde ich. Also ich bin echt glücklich darüber, dass es in Final Fantasy VII, also im Remake, keine random Kämpfe mehr gibt. Wobei ich die da auch nicht ganz so langweilig fand wie hier jetzt. Boah. Aber es kommen einfach zu viele davon. Aber ansonsten, wie war euer Tag? Wie habt ihr Ostersonntag verbracht? Ich meine, man hat ja so ein bisschen, Ausgangszeug. Ist ja alles nicht ganz so einfach. Ich denke, das wird unser letztes Treffen. Bayreuth. Ja, komm. Oh nein, daneben. Jetzt kriegst du hier nochmal ein bisschen Schaden. Okay, Naruto geschaut. Da ist aber auch echt viel vor, ne? Ich meine, wie viele Folgen hat Naruto mittlerweile? Okay, selbst meine Freundin prustet schon. Ich glaube, das übersteigt mittlerweile Dragon Ball, ne? Bei weitem sogar. Was ist eigentlich schlimmer an der Stelle? Naruto oder One Piece, was die Folgen angeht? One Piece? Okay. Okay, habe da sagt auch schon One Piece. Ich wurde endgültig besiegt. Okay, und jetzt? H?
Haben wir es jetzt? So, wir haben diese drei Kristalle hier gemacht. Okay, ich bin da überhaupt komplett raus. Nach Dragon Ball habe ich quasi aufgehört und jetzt gucke ich, wenn, dann nur Anime, die nicht mehr als zwei Staffeln haben oder nicht mehr als 24 oder lass es 50 Folgen sein, dann bin ich schon raus. Weil wenn es mehr ist, dann ist das wieder so eine Serie, also dann empfinde ich so als eine Serie, es kommt zu jeder neuen Staffel ein neuer Bösewicht, der einfach noch stärker ist als der letzte Bösewicht und... Nein, komm nicht näher. Immer noch nicht. Gibt es hier noch mehr von diesen komischen Orten? Oh, jetzt gibt es hier tatsächlich ein Häuschen, eine ganz bestimmte Straße, weil es gibt ja auch keine Map in diesem Spiel. Jetzt gibt es hier eine komische Straße und diese eine einzige Straße erlaubt es mir jetzt, irgendwo anders hinzugehen oder was? I don't get it. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Nee, doch nicht. Den Kristall haben wir auch schon. Also ich glaube so ein bisschen, es gibt hier keine Stelle aktuell. Ich glaube, es gibt hier gerade aktuell keine Stelle im Spiel, wo ich nicht am Ende einer Folge völlig ratlos war und nicht mehr wusste, was die hier überhaupt wollen. Einfach, wenn man keine Hinweise bekommt, was man eigentlich jetzt gerade machen soll. Stattdessen wird man hier halt eben von einer Szene zur nächsten mit übertrieben starken Gegnern gequält. Also jetzt sind sie natürlich nicht mehr stark, aber wir sind halt eben auch schon Maximallevel. Ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Warum tut man sowas? Was stimmt mit den Leuten nicht? Ich guck mal, ob es hier irgendwo irgendwas anderes noch gibt, was auch so kristallemäßig aussieht. Ich laufe hier einfach dieser Wand einfach mal entlang. Und vielleicht habe ich da mehr Glück. Ja, ich habe es verstanden. Mehr Gegner. Ist okay. Ach, seht ihr mal. Da ist wieder ein Kristall. Hoppla. Jetzt muss ich einfach random Kristalle suchen, weil da Gegner rauskommen. Tada. Dieses Mal werde ich dich besiegen. Das haben die letzten vier auch schon... drei? Vier? Vier. Die letzten vier auch schon gesagt. Oh, aber die hat einen Raketenwerfer. Die ist richtig böse. Tatsache, die greift als erstes an. Obwohl, das haben die ersten, glaube ich, auch. Oh, krass, die hat Schaden gemacht. Ach, sie hat Neptun und Uranus gekillt? Okay. Keine Ahnung. So, aber das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben hier zumindest mal die Möglichkeit, dass hier mal einer ein bisschen Lebenspunkte auffüllt. Mal gucken, ob Pluto jetzt einfach umkippt. Nö, sehr gut. Vermutlich bringt das überhaupt nichts, weil danach ist der Kampf eh schon wieder gelaufen. Ja,
sage ich ja. Na, entweder sind die Kämpfe absolut übertrieben. Sieht so aus, als könnte ich dich nicht besiegen. Entweder sind die Kämpfe einfach so massiv übertrieben, oder sie sind einfach lachhaft. So, wir brauchen irgendwas, was mal richtig Lebenspunkte hier... heilt. 200... Nee. Ah ja, die Jagersuppe. Das ist gut. Ja, völlig Wurst. Für den Kampf haben wir ja was anderes. Da haben wir dieses... haben wir diese Futterbox. Hab's verstanden. Noch mehr Kämpfe. Aber gegenüber wird sicherlich noch ein Kristall sein. Und dann wird hoffentlich... Dann haben wir 5 Kämpfe gehabt. Und ich glaube, dann wird auch endlich der Weg nach Norden frei. Das wäre zumindest super. Ach. Random Kämpfe. Ich bin ja sogar glücklich darüber, dass sie selbst bei Pokémon aufgehört haben, Zufallskämpfe reinzupacken. Weil es so dermaßen nicht mehr zeitgemäß ist. Zweifellos werde ich dich besiegen. Das haben deine Vorgänger auch gesagt. Sie sind zurück in die Vergangenheit gereist. In Stücken. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Einfach mal mit deinem einzigen Angriff, nein, mit deinem vorletzten Angriff noch daneben zu hauen. Kannst du das nochmal wiederholen? Das war grandios. Oh. Das war schade. Jetzt hast du gezeigt, dass du Schaden machen kannst. Aber es war ihr vorletzter Angriff, wie prophezeit. Warum kann ich nicht? Weil dein Schicksal schon geschrieben wurde und du das Schicksal nicht im Nachhinein noch ändern kannst. Ist doch wohl logisch. Einmal Sailor Uranus heilen. So. Und jetzt hoffe ich, dass das auch klappt und wir jetzt hier hochkommen. Und dann bin ich mal gespannt, was hier oben dann auf uns warten wird. Oh, endlich, wir können weiter. Hätte man hier irgendwo... Ui, da wollte ich nicht hin. Aber ich würde trotzdem ganz gerne gucken, wo wir hier überall rumkommen. Ugh. Okay, keine Gegner, das ist zumindest schon mal gut. Gibt es hier sonst irgendwas? Da kann man noch nach oben gehen. Oh, hier haben wir scheinbar ein paar interessante Räume. Oh Mensch, der hat sein Kostüm gewechselt, nicht mehr grün. Dies ist das Puzzlezimmer. Ihr müsst inzwischen schon viel rumgekommen sein und gekämpft haben. Deshalb müsst ihr bestimmt schon ein paar Puzzleteile haben. Wenn ihr dieses Puzzle vollendet, dann werde ich euch etwas Gutes geben. Hm? Ihr habt das Puzzle ja noch immer nicht vollständig gelöst. Wenn ihr damit fertig seid, dann kommt wieder. Ja, stimmt. Wir haben ja hier dieses Puzzle. Und es fehlen immer noch 4 Teile. Das ist sehr witzig, weil jetzt stelle ich mir die Frage, wir haben so viele Kämpfe hinter uns gebracht. Wann gibt es diese Puzzle... mit welchen Kriterien gibt es diese Puzzleteile? So, hier haben wir noch ein Zimmer. Die haben sogar noch ein Hinterzimmer? Nee. Ich dachte, dass die eins hätten. Okay. Auch nix. Aber das ist schön, dass wir uns hier zumindest noch mal ein bisschen umgucken können. Das ist das Gästezimmer. Sieht genauso aus wie das für die Inner Senshi. So, sonst ist hier nichts weiter. Okay. Dann wollen wir mal die Treppe hier hoch. Es war mir vom Schicksal nicht bestimmt, gegen dich zu kämpfen. Keinen Schritt näher, sonst muss ich es trotzdem tun. Du bist ein Schwächling. Du kannst eh nicht gegen uns kämpfen. Was ist denn hier? Ich gucke mich lieber erst noch mal ein bisschen links und rechts um, bevor ich einfach Hals über Kopf in irgendwelche Kämpfe reinlaufe. Okay, nix.
Okay, hier hat jeder sein kleines, klägliches, persönliches Zimmerchen. Okay, probier's mal hier. Vermutlich ist das hier sogar schon der richtige Weg. Ja, so ein bisschen hat das was von der MS an. Moment. Stand da irgendwer? Nee. Dann ist ja gut. Ich pirsche mich mal so langsam links, rechts an. Gut. Nichts weiter. Hier ist nur ein Bett. Einfach nur ein Bett. Von wem auch immer. Ziemlich offen gehalten. Na dann. Ich möchte hier mit dir in Frieden leben. Aber da du eine Prinzessin bist, kann ich dir nicht näher kommen. Das ist mir egal. Warum müssen wir unterschiedlicher Herkunft sein? Wäre es anders, dann müssten wir jetzt nicht gegeneinander kämpfen. Ja, würdest du weniger reden, könnten wir vielleicht auch... Prinzessin, bleib fort, ich will nicht kämpfen. Bitte, Prinzessin. Ist mir völlig Wurst. Ich hau dir jetzt hier rüber ein. Wahrscheinlich sitzt du auch noch hier oben auf dem Thron oder so. Nee. Anscha! Bleib weg, Prinzessin! Komm nicht näher! Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Komm nicht näher! Abso? Ich werde die Prinzessin nicht bekämpfen. Anscha! Du sagst noch immer solche Dinge? Sei still! Wenn ich gegen die Prinzessin kämpfen muss, dann werde ich... sterben. Das ist ein Akt des Verrats. Nimm das. Anscha digitiert zu... Ah! Prinzessin! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ja. Anscha digitiert zu grüner Klotz am Boden. Oder nicht? Musste ich euch alle töten. Okay. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Anscha! Okay, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass irgendeine coole andere Musik kommt, aber nee, wir kämpfen gegen Anscha. Komm. Übliches Ding. Naja, wir gucken erstmal, was der Schaden hier so liefert. Und dann überlegen wir weiter. Wiederkehr des Todes. Rams 4000. Nee, 9000. Saturn haut nochmal richtig drauf. Okay, dafür eher Windschnitt geht auf alle und trifft ein bisschen. Ja, die machen das schon ganz gut. Ich bin sehr stolz auf die, auf Uranus und Saturn. Mal gucken, ob das auch nur zwei Hits werden oder ob er vielleicht sogar noch einen fünften und sechsten aushält. Es ist, wie es ist. Na, man kann auch einfach einen Sechsklässler nehmen und den in die Tonne treten. Funktioniert hier genauso. Prinzessin, bist du in Ordnung? Du hast nicht mal getroffen, Noob. Anscha, es tut mir leid, Anscha. Mir tut es leid. Ich war so ein Schwächling. Ich habe dich immer bewundert. Aber ich war nur ein gewöhnlicher Junge. Und du bist eine Prinzessin. Es gibt keine Möglichkeit, für uns zusammen zu sein. Aber ich habe dich niemals aufgegeben. Ich habe so oft daran gedacht, dich zu entführen. Aber diese Gedanken hatte mir Abso in den Kopf gesetzt. Dieses Schicksal will ich nicht. Anscha, hey! Anscha, halte durch! Prinzessin, Absus Schwachpunkt ist der Silberkristall. Sie ist machtlos dagegen. Abso ist nun im Turm der Zeit und verändert die Schicksale. Anscha, ich... Anscha? Anscha stirbt nicht! Anscha! Das darf nicht passieren! Anscha! Shibi Moon. Verdammt! Warum nur? So etwas können wir Abso niemals vergeben. Es ist noch nicht zu früh, um zu trauern. Kleine Lady, es ist noch Zeit. Was meinst du? Mit deinem Silberkristall kann der Junge wiederbelebt werden. Du musst an dich selbst glauben, kleine Lady. Puh.
Gut, ich werde es tun. Macht des Mondes, rette ihn! Wie sieht es aus, Pluto? Alles scheint in Ordnung. Er ist jetzt nur noch bewusstlos. Jetzt sollten wir abzusuchen, oder? Genau. Wir müssen Apsu besiegen und das wahre Schicksal wiederherstellen. Richtig. Damit nicht noch mehr Menschen leiden müssen. Los geht's! Es ist an der Zeit, das mit Apsu endgültig zu regeln. Ansha, warte auf mich. Ich werde dein Schicksal wiederherstellen. Da waren Kisten. Wie geht es meinem zukünftigen Ich, Shibimon? Sailor Moon, es gibt momentan etwas Wichtigeres als das. Was ist los? Apsu hat den Turm der Zeit bestiegen, um das Schicksal zu verändern. Das Schicksal zu verändern? Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Beeilen wir uns! Wartet! Wir können nun nicht alle zusammen zum Turm der Zeit gehen. Das ist wahr, wir müssen auch Shingo nach Hause bringen. Richtig, wir dürfen es nicht zulassen, dass Shingo in einen Kampf verwickelt wird. Aber wir können nicht alle Shingo nach Hause bringen. Wenn währenddessen unsere Schicksale geändert werden, ist es ein Desaster. Wir sollten uns erneut aufteilen. Gut. Dann kümmerst du dich um Apsu, Sailor Moon. Gut. Durch meine Kraft und den Silberkristall werde ich Apsu besiegen. Diejenigen, die stark genug sind, um Apsu zu besiegen, sollten mit Sailor Moon gehen. Also viel Glück, Sailor Moon. Ich werde die Verantwortung für Shingos Heimkehr übernehmen. Gut, Shibimon. Gib gut auf Shingo Acht. So, wir dürfen wieder zwei Partys bilden. Yay. Ich würde sagen, auf die Party gucken wir in der nächsten Folge. Hier machen wir jetzt erstmal nochmal einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder zu Let's Play Sailor Moon Another Story mit dem duften Typ und dem komischen anderen hier. Bis denn.